Hier ein Klassiker von Josef Kirschner, Manipulieren aber richtig. Er hat, soweit ich weiß, insgesamt 15 Bücher geschrieben über dieses Thema. Die beste Manipulation ist die, die man nicht bemerkt. Ihr habt ja gesehen, das Buch ist nicht teuer, das kann man auch gebraucht kaufen. Kauft euch das bitte. Weil beim Manipulierer gibt es verschiedene Techniken, wie man Leute, Menschen, ganze Menschengruppen beeinflusst, unter welchen Zwängen oder aber auch nicht. Gerade jetzt vor der Europawahl wäre es sehr wichtig, sich über das Thema, kann man auch im Internet recherchieren, über das Thema Manipulation. Zum Beispiel Fake News. Wer bestimmt, was Fake News sind? ARD und ZDF sind leider oder Gott sei Dank schon mehrfach bei Falschnachrichten, sprich Fake News, erwischt worden, direkt, wo man auf das Thema Vertrauen kommen. Wenn ich merke, dass mich jemand absichtlich und ganz bewusst belügt, sogar öffentlich belügt, wo ich auch noch dafür bezahlen muss, Fernsehgebühren, kann man mit Fug und Recht behaupten, das Vertrauen ist am Arsch. Manipulationstechniken wurden auch in der NS-Zeit angewandt und in der Stasi-Zeit angewandt. Eine Technik ist zum Beispiel, halte die Leute dumm, mach Brainwashing, versetzt die Massen in eine Situation der Angst, weil Angst ist das beste Mittel, um Menschen, Gesellschaften zu steuern. Nur wer angstfrei ist und sich von Manipulation nicht beeinflussen lässt, ist ein freidenkender und freier Mensch. Und genau das ist das, was die Regierung nicht will. Die Masse soll einfach zu steuern sein. Deswegen überlegt euch genau, wo ihr bei der Europawahl euer Kreuz macht und macht euch zu dem Thema Manipulation schlau. Euer Erklärbär wünscht euch einen schönen Restdienstag.